Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du es schaffst, Fächer oder Kurse, in denen du grundsätzlich erstmal schlechter bist, möglichst gut auszugleichen und dadurch sehr stark auch deinen Notenschritt nochmal zu verbessern oder gegebenenfalls eben zu retten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, schwächere Fächer auszugleichen. Damit meine ich nicht primär, dass du einfach sagst, na gut, in dem Einfach bin ich halt schlecht, dann muss ich mich in anderen Fächern anstrengen, um das Ganze auszugleichen. Ja, weil das ist genau eine Denkweise, die extrem viele Nachteile in sich hält. Ja, ich habe das ganz oft, wenn wir Beratungsgespräche mit Coaching-Bewerbern oder wie auch immer führen, dass viele ins Beratungsgespräch kommen und sagen, also was ich schon mal sagen will, ist beispielsweise Mathe ist bei mir ein hoffnungsloser Fall. Ich bräuchte aber auf jeden Fall viel bessere Noten in Bio, Deutsch und so weiter, damit ich das ausgleichen kann. Aber nur mal ein kurzes Rechenbeispiel, um euch zu demonstrieren, dass ihr mit den Fächern, in denen ihr ohnehin schon gut seid, nahezu nichts rausholen könnt. Stellt euch vor, wir haben meinetwegen 4 Fächer, ja, und in dem Einfach bist du deiner Wahrnehmung nach grottenschlecht, in anderen 3 bist du super. Ja, das heißt, sagen wir, du hast in den 3 Fächern hast du von mir aus 12 Punkte, ja, und in dem anderen Fach hast du nur 4 Punkte. Wenn du jetzt versuchst, diese 4 Punkte und nicht zu verändern, einfach sagst, na okay, da habe ich halt 4 Punkte, meinetwegen Mathe, da bin ich halt super schlecht, ich will das über die anderen Noten ausgleichen, dann müsstest du, ja, angenommen du schaffst es von 12 Punkte auf 14 Punkte in den anderen 3 Fächern zu gehen, dann hast du insgesamt effektiv für deinen Notenschnitt 6 Punkte rausgeholt. Das ist aber viel, viel schwieriger, auch wenn du das Gefühl hast, du bist in den Fächern viel besser. Das mag stimmen, das sieht man ja auch an den Noten jetzt in diesem Beispiel. Aber von 12 auf 14 Punkte zu gehen, von 12 auf 15 Punkte, von 13 auf 15, alles was du ab 12, gerade ab 13 Punkten, da jeder Punkt mehr, da kannst du noch so gut sein im Fach. Es ist extrem anspruchsvoll, nochmal diesen kleinen Punkt zu schaffen, und du kannst manchmal da dir auch nicht in jeder Klausur sicher sein, dass es so kommt, weil es an den kleinsten Details scheitern kann. Hingegen aber von 4 Punkten mal auf 10 Punkte zu springen, was ja genau der gleiche Schritt ist, ja, das sind jeweils 6 Punkte insgesamt, ist viel, viel einfacher. Der Punkt ist nur der, dass du es dir nicht zutraust, weil du ganz, ganz oft mit den Fächern, in denen du besonders schlecht bist, sehr starke negative Assoziationen hast und da zum Beispiel sagst, Mathe kann ich einfach nicht oder in Deutsch kann ich eh nicht sein oder wie auch immer. Das heißt, du hast in dir selbst schon aufgegeben, dass du dich in diesem Fach verbessern kannst, was aber extrem tödlich ist für deinen Schnitt. Weil eigentlich sind die Fächer, in denen du schlecht bist, deine besten Freunde. Weil das sind die Fächer, in denen du noch am meisten Potenzial rausholen kannst. Und die Oberstufe ist auf der einen Seite anspruchsvoll, gleichzeitig aber ist es für jeden in jedem Fach möglich, wirklich, sag ich mal, 10, 11, 12 Punkte zu schreiben. Ja? Ich würde sogar weitergehen, dass auch 13, 14, 15 Punkte für jeden möglich ist. Aber es wäre zu weit für die meisten, die in unteren Bereichen sind. Aber 10, 11, 12 Punkte könnt ihr wirklich in jedem Fach schreiben. Dafür müsst ihr eigentlich noch nicht mal mehr können, als wirklich einfach die Basics drauf haben. Ja? Euch zuzutrauen, dass ihr das lernen könnt, die richtige Lernstrategie haben, die dann auch konsequent machen und dann in der Prüfung wissen, woraus ankommt. Und dann bist du garantiert schon in diesem Zweierbereich. Und deswegen bitte, bitte, bitte seid euch unbedingt bewusst, dass es extrem entscheidend ist, dass ihr euch auf die Fächer, in denen ihr am schlechtesten eigentlich seid, möglichst stark fokussiert. Und jetzt besprechen wir eben auch, wie ihr das Ganze ausgleichen könnt. Was ich gerade schon angesprochen habe, das Wichtigste ist, dass ihr wirklich aufhört zu denken, boah, um das Fach brauche ich mich gar nicht zu kümmern oder ich kann das eh nicht. Das ist Schwachsinn. Ich habe das jetzt schon so oft gesehen. Mir haben Leute schon geschrieben, die sind von 2 Punkten auf 15 Punkte in Mathe hochgegangen. Wir hatten das so oft im Coaching auch schon, dass sie gesagt haben, in Deutsch kann ich mich nicht verbessern. Ja, Leute, ich hatte selbst 6 und 7 Punkte in der 11. Klasse in Deutsch und habe 15 Punkte in den Abiturprüfungen auch in Bayern abgelegt. Ja, deswegen bitte, das ist alles möglich. Ihr müsst das nur einmal aus eurem Kopf rausbekommen, dass es nicht möglich sei. Und dann müsst ihr eine weitere Sache verstehen. Wenn wir jetzt mal das Video hier nehmen, ja, wenn da hier sind quasi 0 Punkte und hier sind die 15 Punkte und ihr befindet euch gerade hier auf meinetwegen 4 Punkten, ja, und euer Ziel ist zum Beispiel 12, ja, dann bitte, bitte versteht unbedingt, das ist wie wenn ihr einen Weg gehen wollt, ja, um von hier nach hier zu kommen, ist nichts anderes notwendig, als einfach nur diesen Weg zu gehen. Das bedeutet, ihr habt einfach nur eine Differenz. Es ist nicht so, dass diese 4 hier irgendwie festgelagert ist und diese 12 für euch unerreichbar ist, sondern ihr befindet euch einfach nur auf dieser Wegstrecke oder an diesem Punkt auf dem Weg und 12 Punkte sind halt einfach nur weiter auf diesem Weg. Und das Einzige, was jetzt eure Aufgabe ist, ist es, diesen Weg zu gehen. Und es gibt eigentlich nur 2 Sachen, die dich davon abhalten können, dann eben auch diesen Weg zu gehen. Erstens, dass du den Weg nicht kennst und zweitens, dass du den Weg nicht gehst. Ja, das ist immer das, was ich sage. Erfolg ist das Produkt aus Machen und Strategie. Und das ist beispielsweise genau das, was wir euch auch im Traumabitur-Coaching mitgeben. Ja, dass du auf der einen Seite die Motivation und die Ausdauer hast,
um wirklich konstant einen Weg zu gehen, den aber dann auch auf eine effektive Art und Weise. Das bedeutet, was du für dich eigentlich nur machen musst, um egal in welchem Fach besser zu werden, ist erstens mal diese mentale Blockade rauszuhauen, im Sinne von, doch, ich kann in Mathe besser werden, doch, ich kann in Bio besser werden, doch, ich kann in Deutsch besser werden. Und dann zu verstehen, wie lerne ich dieses Fach? Das erklären wir beispielsweise bei uns im Traumabitur-Coaching. Und vor allem auch, dass du den Weg dann wirklich gehst. Ja, ich kann das total nachvollziehen, dass man beispielsweise, wenn man, sagen wir, in Englisch super gut ist, dass es einem da leicht fällt, die Hausaufgaben in Englisch zu machen, weil es einem sowieso zufliegt. Aber es ist gerade in den schwierigeren Fächern super, 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 super wichtig, dass ihr auch in diesen Fächern dranbleibt und es konstant macht. Und ihr werdet euch verbessern. Ja, das wird sich vielleicht am Anfang ein bisschen schleppender anfühlen, ein bisschen anstrengender sein. Aber wenn ihr dann dranbleibt, wie soll es denn anders gehen, als hoch nach oben zu gehen, wenn ihr da mehr macht? Ja, wenn du allerdings merkst, hey, ich mache schon die ganze Zeit voll viel, aber ich komme trotzdem nicht den Weg hoch, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du entweder eine mentale Blockade bezüglich dieses Fach hast oder eben nicht die richtige Lernstrategie hast. Ja, das heißt, wenn diese zwei Punkte auf dich zutreffen, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dich einfach hier mal im ersten Link in der YouTube-Beschreibung auf unser Traumabitur-Coaching zu bewerben. Das ist genau das, was wir hier tagtäglich für so viele Schüler wie dich ja, ermöglichen, dass wenn du dir das Gefühl hast, ich mache die ganze Zeit schon was, aber mir fehlen eben die richtigen Strategien, um das Ganze eben auch umzusetzen, ja, dann komm gerne, die Bewerbung ist vollkommen unverbindlich und kostenlos. Mein Team will einfach mit dir sprechen, was genau dein Problem ist. Was können wir dir genau anbieten, wie können wir dir weiterhelfen und dann können wir eben auch dafür sorgen, dass du eben auch in den schlechteren Fächern wirklich auch signifikante Sprünge nach oben machst, um dann eben auch insgesamt deinen Schnitt nochmal wesentlich stark zu verbessern, weil denkt immer dran, die Fächer, denen ihr derzeit am schlechtesten seid, sind eure besten Freunde, wenn ihr wisst, wie ihr sie verbessern könnt, weil da könnt ihr richtige Quantensprünge in Bezug auf euren Schnitt machen. In diesem Sinne, werbt euch sehr, sehr gerne und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video, dein Leo.